Bessere Klimabilanz durch Schlachtung? Zum Klimaschutz will Irland seinen Viehbestand deutlich verringern und erwägt dafür gar die Tötung zehntausender Milchkühe. Wie die dpa berichtet, wolle die irische Regierung Landwirten und Landwirtinnen in diesem Zusammenhang freiwillige, finanziell attraktive Optionen bieten. Sie könnten demnach 3.000 Euro Entschädigung pro gekeulter Milchkuh erhalten. Wie die Zeitung Irish Independent aus einem internen Papier des Agrarministeriums zitiert, müssten ungefähr 65.000 Milchkühe pro Jahr 2023, 2024 und 2025 aus dem Markt genommen werden. Kurz zuvor hatte die Umweltbehörde EPA gewarnt, Irland werde seine Klimaziele voraussichtlich verfehlen. In Irland gibt es etwa 18.000 Milchbauern mit mehr als 7 Millionen Rindern. 1,55 Millionen sind Milchkühe, während in dem EU-Land ca. 5 Millionen Einwohner leben.